Okay. Da sieht man, sind jetzt auch wieder zwei Quests aufgepoppt. Und eins davon ist von ihm What wieder. do you need? Gather me stone blocks from the ridge of laughing winds to the south. You have seen my strength twice, yet I still spy doubt within your eyes. It will not White last. Tiger watch over you. Dann haben wir zu guter Letzt. Lasst uns einen halben. Das ist zum Beispiel relativ lustig. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber halt. Wegdesign würde wirklich mir es gut vorstellen, dass Leute tatsächlich hier diese Abkürzung nehmen würden, anstatt diesen offiziellen längeren Weg. Hello, Master. Hello, Elder Shaupai. You have the eyes of one who has traveled much. The Hosen have stolen our brushes and are painting over our scores of wisdom with their own wisdoms, if you can call them that. If you are here to help, stop them and bring our brushes back before they can do more harm. Slow down. Life is to be savored. Ah, dieser Quote. Wenn man das Spiel so ein bisschen gespielt hat, man hört ihn ungefähr 6000 Mal, wenn man mit irgendwelchen Pandaren interagiert. Gefühlt häufiger als alles andere. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier die Ehre, wieder den Kollegen auf die Nase zu hauen. So, meine Frage ist, haben wir mittlerweile einen? Nope, scheinbar nicht. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier einen Skill bekommen, der nur 2 Chi kostet. Das heißt also, den könnte man häufiger einsetzen. Aber, es stimmt nicht. Denn der Witz ist, dieser Skill hat einen Cooldown dabei. Anders als der Blackout Kick. Das ist natürlich dann wieder interessant hier zu beobachten. So, auf jeden Fall, wir fangen jetzt hier an. Lustig, das Zeug zu sammeln. Da muss man uns ein bisschen gucken. Ich meine, hier muss ich mich nicht ernsthaft zurückhalten. Das ist nicht der Fall, als wären die Viecher so stark. Und natürlich, man will auch schon so das Ganze wieder. Könntest du ihn bitte? Dankeschön. Und die sind jetzt auch nicht, ja, genau, sind nicht so stark, aber halt, man möchte das Ganze natürlich schon zu einem gewissen Grad abschließen. In einem Schub. Dementsprechend, wir haben zum Beispiel jetzt hier schon 6 von den 8 Painted Soaked Brushes gesammelt. Haben 4 von den Steinen, aber haben noch keine von den Scrolls uns gekrallt. Und das werden wir jetzt hier gleich mal nachholen. Und man sieht dann natürlich auch dadurch, dass die fast eine gefühlt 100% Drop-Chance haben, ist es natürlich auch ein Ziel, das man sehr schnell erreicht. Hallo. Ja, die haben da wieder drüber gezeichnet und ich muss natürlich zugeben, es ist gut, dass wir hier rote Farbe sehen und nicht braune. Poo, not good to eat, but very good to throw. Wäre natürlich wirklich lustig, dass sie da auch tatsächlich vorlesen, was sie da jetzt draufgeschrieben haben. Don't roll in own poo, unless you want to smell like poop all day. So, hier ist jetzt gerade keiner mehr. Genau da oben sind welche, aber wir gehen, glaube ich, eher auf die da hinten los. Weil ich nämlich auf den ersten Blick nicht sehe, wie ich da hochkomme. Hey, da hinten, hallo. Da ist etwas in der Luft am Fliegen gewesen. Dementsprechend halte ich die Kamera jetzt weiter ganz bewusst unten, auch wenn es vielleicht zu spät ist. Aber wer es nicht gesehen hat, wurde jetzt vielleicht nicht gespoilert. Hey, wir haben eine weitere Tasche bekommen. Amazing. Damit haben wir jetzt die Taschen voll. Aha. Und könnten theoretisch jetzt mehr davon sammeln, von dem Zeug, was man hier finden kann. Nur, dass wir keine Gathering-Berufe ausgewählt haben. Wet fur not fun to sleep on. Kann ich mir gut vorstellen. Und sonderweise die. Achso, weil die nicht beschmiert worden ist, können wir die natürlich auch nicht verbrennen. So, hier nochmal ganz kurz ist der letzte, genau. Zum Beispiel hier finde ich es lustig, dass man mit denen interagiert, auch wirklich 2 von denen bekommt. Das Schöne ist, don't pull own tail when there are no other tails to pull. Poor not good to eat, but very good to smell. Schade, dass man hier nicht für diese 5 Sachen, die man verbrennt, 5 unterschiedliche Quotes bekommt. Aber. Ansonsten, weiterhin. Der Soundtrack von World of Warcraft war stets gut, aber Mists of Pandaria meines Erachtens mit der beste. Ich persönlich höre den immer ganz, ganz gerne. Und da war es dann halt für mich persönlich immer so ein bisschen schade. Und wichtig anzumerken ist, wenn man sich in das Spiel einloggt, hat man halt logischerweise so eine. Ein Login-Screen, so doof wie es jetzt klingt, aber halt immer abhängig davon, was das aktuelle Expansion Pack war, hat man halt andere Musik und andere
Images, die man sehen konnte. Und es war halt, während Mists of Pandaria, was wichtig ist, einfach anzumerken ist, so dieser Punkt war, wo ich wieder zurück zu dem Spiel gekehrt bin. Und es war sehr schade zu sehen, als man dann Mists of Pandaria für das nächste Expansion Pack verlassen hat und dann die Musik und die Images sich geändert haben. I don't wish to dispatch the Hosen for their aspirations. Each race must walk their its own path. In this moment, however, they are bringing harm to our bodies and our culture. That is a line that cannot be crossed. I'm very thankful, young one. I will soon begin the slow task of documenting all of our wisdoms again, so that the scrolls can be hung for the benefit of all to come. May the Red Crane live forever. Ja, und dann hat man natürlich hier meines Erachtens eine durchaus interessante Situation, dass man hier ein Dorf hatte, das sich wirklich auf Traditionen scheinbar konzentriert hat, aber scheinbar niemand anderswertig die Sachen dokumentiert hatte. Er hat gesagt, er muss jetzt dann hingehen und das Ganze wieder dokumentieren, damit man in Zukunft das wieder aufbauen kann. Okay, here we go again. Speak up. The things of the body cannot exist without the strength of the mind. Good. My head is harder than the strongest stone. Step back and let me dispel your doubts. Enough of that. These are the densest stones across all of Shenzhen Zhu, yet they are not thing before my mighty head. Any who yet doubt my strength are simply foolish. And now? Scheinbar begibt er sich jetzt hier nicht irgendwie auf eine weitere Reise. Okay. Welcome. Some rewritten wisdoms. You're a good woman. You have proven that again and again. And I'm glad to stand beside you. Oh boy. The direct solution. Alright, this is the second time we have to deal with ravaging Hosen. I think it's time we take care of this problem in Huyin Wei. No more patience, no more meditation. We go to the source. We're going into the Hosen village to the north and we're punishing those smelly troublemakers. I've been looking forward to a chance to fight by your side again. Again? Have we ever fight alongside? Dayu, I need you to understand that the way of the Hosen, of the Huyin is not the way of violence. When fighting is needed, we will not hesitate, but when fighting is not needed, neither do we instigate. However, the direct solution is often cutting the head of the snake, as they say. The Hosen have a leader instigating these attacks. If we remove Rokrok, we won't have to wipe the Hosen out entirely. And now you are not of the Huyin, but are you with me in what must be done? Meine, ich bin auf deiner Seite, weil du mir Geld dafür gibst. Monkey advisory warning. The monkeys have been stealing from the village during their attacks. We should be fine without some of the extra food stores. But the idea of monkeys with fireworks, I'm a little bit concerned. Not to mention, who knows when some fireworks will come in handy. Help me recover the stone fireworks from the village. Can do. So, und damit begeben wir uns jetzt hier wieder nach draußen. Oh, er ist jetzt aufgestanden. Das ist ein bisschen schade, dass er jetzt entweder offscreen dann despawned, ob es einfach länger gedauert hat. Aber ich hatte halt auf jeden Fall in Erinnerung, dass das A hier das letzte ist und er dann danach so ein bisschen zeigt, dass sein Kopf das vielleicht nicht allzu gut vertragen hat, diesen letzten Versuch. Okay, wir kommen hier zu diesem Bereich. Let's tackle this one together. Genau, und damit können wir jetzt hier loslegen. So, wir hauen die ganz kurz hier um. Und dann werden wir hier ganz kurz dann auch gemeinsam noch gucken, was hier das nächste Quest ist. 20 Leute muss man hier umnieten. Das klingt auf den ersten Blick relativ übel, aber the giant jade tiger pillar doesn't seem to fit in amidst the Hosen buildings. What it does seem is very hard, very solid. You're now just the person to bring this to.
Bring the Jade Tying Capilla to Jojo Ironbrew in Morning Breeze Village. Interessant. Ja, da ist jetzt hier natürlich das so ein bisschen interessant zu beobachten, denn ich habe den Typen vorhin dann nicht mehr wahrgenommen. So, auf jeden Fall. Hier haben wir Stolen Bundles of Fireworks. Und ich will mal ganz kurz gucken. Achso, man sammelt die hier nur. Ich habe in Erinnerung, dass man hier irgendwie mehr machen könnte. Aber scheinbar habe ich das falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall lustig natürlich hier, das dann im Hintergrund so zu hören. Ja. Auf jeden Fall, wir sind wirklich... Wow, hi. Der Kollege kann hier wirklich einiges an Schaden anrichten, um die so wegzuäumeln. Ja, natürlich, dann ist hier auch wichtig anzumerken, man kann ja immer stets einsehen, was für Skills man bekommen kann. Und er demonstriert hier gerade bereits einen durchaus interessanten, und zwar diesen Spinning Kick. Und ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, der Blackout Kick. Blackout Kick costs one fewer Chi. Mit Level 12 bekommen wir gleich ein Passiv, der Blackout Kick angenehmer macht. Und zwar... Der Spinning Crane Kick, den schaltet man erst mit Level 40 frei. Wow. Das hat sich definitiv seit Pandaria geändert, denn ich erinnere mich, dass ich einen Charakter hatte, der das relativ zeitnah einsetzen konnte. Zwar nicht, glaube ich, hier, aber halt früher. Und das ist dann definitiv interessant zu beobachten, wie Blizzard dann halt über die Jahre immer wieder Sachen anpasst, entfernt, gelegentlich mal wieder hinzufügt, obwohl auch das eher seltener wird. Aber auf jeden Fall, hier wichtig anzumerken ist, wie ich ja schon angemerkt hatte, ich hatte hier einen Charakter, der bereits bei dem Checkpoint, bevor man halt jetzt hier zu diesem Bereich geht, mal so ein bisschen gucken, weiß nicht, wie das Spiel diesbezüglich ist, wenn ich die nicht alle ebenfalls angreife. Aber halt, ich habe bereits jemanden, der Level 12 erreicht hatte und dementsprechend hat er hier es in den Kämpfen schon so ein Ticken einfacher, einfach weil der Hauptskill, der Chi kostet, einfach ein Chi weniger kostet, ganz simpel. So. Wir haben Rookrook noch vor uns und ich glaube, Rookrook ist einfach... I like the way you fight. Danke. Rookrook ist, glaube ich, einfach weiter südlich hier platziert. Schwer zu sehen, genau. Jetzt taucht er hier eher auf. Und das Fiese ist, Rookrook zählt nicht zu den 20 Feefang-Hosen, die wir besiegen müssen. Also den machen wir als erstes. Wunderbar. Und dann kommt er zu guter Letzt. Hi. Wieder da volle Kanne lossprintet und fast gefühlt da halt die Klippe sich runter verabschiedet. So, ganz kurz hier gestunt. Interessant war auch, dass hier... Genau. Dass der Kollege hier dann auch aufgehört hat anzugreifen. Summon G, Fire, Paw. Oh, reducing incoming damage. Nice. It's good to see you. So, invigorating. A good fight always makes me feel better. Daryu, I think you've got a bit of a Yujin in you. Stick with me and I will bring you around, I think. So, wir können eine Waffe auswählen. Wir nehmen aber wie immer das, was mehr Geld bringt. Und level up. Nice. Damit haben wir jetzt auch das Upgrade bekommen, wie ich verstanden habe. Und das Fiese ist... Ich sehe es nicht. Who knows? Aber es kostet definitiv jetzt nur noch zwei. I'm somewhat impressed they hadn't set the village on fire with these things. Daryu, I'm thinking we should celebrate with this later, or these later. What do you think? So, Aiza has been meditating on the lake since we have arrived. All her thoughts focused on Dafeng. I don't know what she hopes to discover out there, but she is no fool, and Master Shang-Zi has entrusted this task with her. You will need to cross the ropes leading from the end of the dock to reach her. It shall test your balance, but I think you're up to the task. See you at the dock. Genau. Ja, hier ist wichtig, dass man die wirklich dann abgibt. Entweder... Ich glaube, man muss die, glaube ich, hier tatsächlich sogar abgeben. Denn der Kollege dies spawnt ja, glaube ich, erst, wenn man hier wirklich aufgetaucht ist. Und dementsprechend, wie immer, man wartet ab, bis man alle Quests abgeschlossen hat, um sie abzugeben. Und nicht irgendwie... das mittendrin macht, einfach nur um sicherzustellen, dass der Kollege nicht despawnt. Klar, in den meisten Fällen sollte man das auch ohne den hier schaffen können, aber dadurch, dass man gesehen hat, dass hier ab und zu so Zweier-, Drei-, aber auch Vierer-Camps am Start waren, einfach auch sicherheitshalber den dabei zu haben. Aber das war interessant, weil der hat es definitiv kaputt gekriegt. Slow down. Good, a true challenge. Let's put this pillar to a test. Oh. Until next time.
This is magnificent. I've never seen craftsmanship so fine. Okay. There's only one thing to do. I must smash it once and for all. I shall know the power of my mighty brow. Oh, my head hurts so badly. The pillar must contain enormous power, perhaps stronger even than my brow. I'm just going to lie down for a while until this headache goes away. Okay. Das war also der Witz im Endeffekt. Also ich hatte in Erinnerung, dass er irgendwann Probleme bekommt und ich hatte jetzt gedacht, oh, kann er damit das dann irgendwie antäuschen, kaputt zu machen? Nee, also das war wirklich der Witz, das sollte er kaputt machen, was er nicht hinbekommen hat. So, auf jeden Fall, hier muss man drauf gehen. Und da sieht man dann auch interessanterweise Vision of Shao Ren, der unser Ziel jagt. Da Feng, oder Vision of Da Feng, müsste man sagen. Und natürlich... Also ich persönlich sehr lustig fand in der Vergangenheit und weiterhin interessant finde mittlerweile, dass Leute Probleme haben, hier über dieses große, fette Seil rüber zu rennen. It's good to see you. I'm impressed. Most students that are even capable of reaching the spot do so soaking wet. If you listen long enough, the wind will carry the answer to you. The thing, the spirit of air, has been scared from the skies by Zhao Ren, the onyx serpent. He hides within the chamber of the whispers at the south side of the plateau. Go to him. Ji and I will join you there. Ja, also, gerade sowas ist meines Erachtens ein einfacher Test, ob man mit Camera und Controls zurechtkommt. Denn rechte Maustaste gedrückt halten, um die Kamera einfach zu bewegen, während man die Maus bewegt. Und ganz klar natürlich WSAD und auch da wieder wichtig, A und D zum Strafen konfigurieren, nicht halt... Oh, ich habe die Pfeiltasten nicht belegt, haha, könnte man nicht für was anderes benutzen. Aber halt, das ist wichtiger, einfach nur mal das ganz kurz schnell zu demonstrieren. Hier, es gibt Strafe und es gibt... Turning. Und wenn ich jetzt A und D drücke, wie man sieht, drehe ich mich. Und das ist vollkommen nutzlos. Heißt also grundlegend, auch wenn es ein bisschen witzfrei ist, es nach über 200 Videos hier so hervorzuheben, aber ich persönlich finde es wichtig, das so zu haben. Kann man nicht vorstellen, wie man so anders spielen möchte. Einfach weil sich nach links und rechts drehen es überhaupt nicht bringt. Man könnte immer überlegen, ob man sowas auf Q oder E legt. Gewisse Spiele machen das sogar. Aber auch da behaupte ich einfach mal, dass es das so überhaupt nicht bringt. Besonderweise auch hier, glaube ich, leveln die alle mittlerweile aktiv mit einem mit. Interessant. Da muss man natürlich schon fast wieder so hinterfragen, ist das hier irgendwie hervorgehoben? Denn das Wichtige ist, man sieht, die tauchen nämlich hier auf der Karte nicht auf. Aber wenn man sich zum Beispiel die Karte so ein bisschen anguckt, denke, kann man schon so gewisse Sachen hier mittlerweile sehen. So, auf jeden Fall schön an den Hausen vorbeigelaufen. Wir ignorieren all die schönen Sachen, die man hier theoretisch abarbeiten könnte. Und kommen hier zu dem Ort, wo angeblich sich der letzte Spirit aufhält. In the Chamber of Whispers. Wait! We need to wait for the winds to settle. Then make a break for the cover of the far hallway. If you say so. So, und jetzt hier loslaufen, während das Zeug nicht am Start ist. Ich bin schneller als du, what are you talking about? Während sie da mittendrin steht. Aber hier ist auf jeden Fall die Safe Zone. Und jetzt, wo das Ganze abgelaufen ist, kann man sich hier durchdrücken. Hallo. Dafeng, what's wrong? Why are you hiding back here? Dafeng looks frightened as you approach, but settles a bit at the sound of your voice. What's up? Taunts the target and causes them to move forward toward you at 50% increased speed. Nice. Damit haben wir jetzt auch hier eine Taunt-Funktion bekommen. In time, all answers become clear.
Da Feng, the spirit of air, is terrified by Zhao Ren, the onyx serpent. We must help him face that fear or face it for him ourselves. When I told Ji of the serpent, he said he had an idea and would begin preparation outside of the chamber. Despite his rash nature, I must admit, I envy his passion and conviction. Let us go outside and confront the onyx serpent. Let's. Ich kann so schnell laufen. Ich will auch so schnell laufen. Also konstant so schnell laufen vor allem. Oh, and there he is. Ein Elite-Gegner. Dieser Kampf war ursprünglich durchaus knackig, wo man wirklich einiges an Zeit investieren musste, um diesen besiegen zu können. Gucken wir mal, wie wir uns hier anstellen. So, wichtig ist, er ist so weit oben. Wir können also ihn nicht einfach so angreifen. Meine Frage ist trotzdem, was muss man jetzt genau machen, damit sich das hier startet? Denn das Fiese ist, ich kenne es eigentlich nur, dass der Kampf bereits losging. Hm. So, ihr seid alle hier? Ich bin hier? Mal gucken, ob das auslösend was tut. Yes. Der Witz ist, dass man im Endeffekt immer jetzt hier drauf warten muss, dass der darüber fliegt, um ihn dann so Schaden anzurichten. That's the way to do it. Genau. Wir müssen uns beeilen. Logischerweise zu einem gewissen Grad ist er schneller. Also wenn man Pech hat, ist man vielleicht immer so ein Ticken zu langsam. Und... You have done it. Now quickly, let's attack it while it is grounded. Genau. Ab einem gewissen Punkt muss man jetzt hier anfangen, dann auf ihn einzuprügeln, während er zu Boden geht. Das Lustige ist, wie man vielleicht so ein bisschen gesehen hat... Ups, Sweeping Strike! Genau. Ab einem gewissen Punkt greift er einen an. Und das Wichtige ist, jedes Mal, wenn man hier diese Kanonen so gesehen eingesetzt hat, feuert er auf diesen Bereich. Heißt also, man sollte immer in Bewegung bleiben. Das Lustige ist, umso mehr Leute hier mit dabei sind, umso herausfordernder wird der Kampf auch so ein kleines bisschen. Einfach, weil man vielleicht nicht derjenige ist, der selber das Ganze einsetzt. Und wenn man dann natürlich dann selber versucht, dahin zu laufen, zap, zap. Oh, wir haben ihn besiegt. Alle sind zufrieden. Er hat hoffentlich seine Angst überwinden können. My time is passing. But your time approaches swiftly. You have helped the Fang, the Spirit of Air, find his courage. You have helped him find his courage, genau. The final spirit has been restored. The four elemental spirits will help you speak with the land and uncover its plight. But first, I have one small task to ask of you. Join me, my pupil. Accompany this old Pandaren to the Western Grove. Ah, vorher. Haben wir Guardian of the Elder. We have one final journey to take together before your training is complete. Worthy of passing, Guardian of the Elders slain. Auch er einfach querfeldein, whatever. Ihm ist es auch so wurscht, dass da halt ein offizieller Weg gesetzt worden ist. Warum den langen Weg gehen, wenn es auch eine angenehme, sichere Alternative gibt? Beyond the Elder's path lies the Wood of Staves, a sacred place that only the worthy may enter. Of the many ways to prove your worth, I require the simplest of you now. I must know that you will fight for our people. I must know that you can keep them safe. Defeat the Guardian of the Elders. And we may pass. Ja, wir haben ja mittlerweile schon von der Story gehört. Wenn man das Ganze ignoriert, wäre das hier einem so ein bisschen unklar, was jetzt hier in der Zukunft auf uns zukommen wird. Auf jeden Fall hier einen kleinen Kampf am Start. Ich habe mich daran auch erinnert, dass es in der Vergangenheit auch nicht so der simpelste Kampf war. Und ich habe mich auch daran erinnert, dass man da zum Teil immer so ein bisschen aufeinander gewartet hatte. Indeed, child. This is good. You will need that strength soon. And here we are. Help me with a couple of small tasks while I prepare, if you would. Forget injuries. Never forget kindnesses. I do not have the strength of body or will that I once did.
I'm glad there are no Pandaren like you to fight on for our people. You've come far. The things that are done, it is needless to speak about. Things that are past, it is needless to blame. You faced forest spirits in the Dawning Valley, but the forest spirits in the Grove are a different breed, crueler and more dangerous. If you could clear some of these spirits out, the spirits would thank you. I'm tired, I must rest. We have a ritual to perform, but we require some of the charms from this grove. If you wander the grove, you should see them all over hanging from the trees. If it does not offend one of the young, one as young as you, will you permit me to sit and recover my strengths while you gather these charms? Okay. Wir haben Forest Spirits, die wir ausschalten müssen, und auch die habe ich wirklich als ein bisschen gefährlicher in Erinnerung. Da wird der eine von seinen Kollegen gerade umgebracht, der andere läuft einfach weiter. Ist ihm so ein bisschen egal gewesen. Aber man darf nicht vergessen, das sind mehr oder weniger Pflanzen, die übernommen worden sind. Und das ist einfach nur ganz gemütlich. Wo kommst du her? Und der Witz ist, dass, wenn man die besiegt, im Endeffekt nur deren Körper halt aufgibt. Und die dann einfach wieder neu wachsen. Das heißt also, zu einem gewissen Grad ein endloser Kampf. Auch wenn man natürlich dann immer noch anmerken muss, dass der Gegner trotzdem in dem Augenblick besiegt worden ist. So. Wir haben hier diese Charms, Ritual Charms. Steht da was dabei? Da müsste man eigentlich mal ganz kurz hingehen. Aber mal ganz kurz gucken. Denn das ist wiederum das Fiese, was etwas war, das man in der Vergangenheit nicht so als Problem hatte. Und zwar, man konnte in der Vergangenheit in Backpacks immer nochmal die Quest-Gegenstände finden. Was gut ist, dass sie es nicht mehr machen, aber weil nun mal damit Platz entfernt wird, die man anderswertig ganz gerne hätte. Aber man kann halt nun mal zum Teil nicht mehr lesen, was damit dabei steht. As you pull your hands away from the stone, it feels as though your spirit is sticking to it for a moment. Interessant. So ein paar Flavortext-Sachen sind gar nicht mal uninteressant. Ich meine, es gibt gewisse Spiele, die ihre Story einfach nur durch Item-Text-Descriptions erzählen. Ich meine, hier nicht der Fall, aber immer mal wieder hier so ein paar extra Sachen zu lesen, ist interessant. Hi, hi, doppelt hi. What are you guys up to? Oh, boy, what the hell? Hier ist ein Spawn-Portal für die. Okay, gut zu wissen. Weil wir werden jetzt hier in keine ernsthaften Probleme geraten. Ach so, ja, okay. Das ist kein Spawn-Portal für die oder ähnliches, sondern die haben die Möglichkeit, sich zu duplizieren. Das ist der einzige Witz dahinter. Heißt also, wir hatten gegen drei gekämpft, die haben alle einen Doppelgänger beschworen. Und dementsprechend war dann auf einmal die Masse so gefährlich geworden. Interessanterweise, die heißen aber alle gleich. Also es ist nicht so, als würde man sagen, oh, es ist Doppelgänger oder ähnliches Name. Haben wir gesehen, die despawnen. Also, dass da tatsächlich die so extra beschwört werden, ist der Fall. Jedoch, dass man da halt nicht etwas hat, was man irgendwie unterbrechen könnte. Also man sieht, oh, die beschwören jetzt Doppelgängers oder ähnliches. Ist schon so ein bisschen fies. So, wir wollen auf jeden Fall natürlich uns jetzt hier darauf konzentrieren, erstmal nur noch das Zeug hier zusammen. Das Schöne ist, es sind gleich drei mehr oder weniger an einem Baum. Ja, tatsächlich, ist sogar an einem Baum. So, Entfernung sah es aus, als wären die vielleicht hintereinander, aber weil die halt die vorderen beiden ein bisschen näher waren und der hintere weniger, aber hey. Sehr gut. It is good to see you, my student. The spirits thank you, monk. Rest feels good. The burdens of life have become a great weight after so many years. You come through, as you always have. You are truly one of my greatest students. I think you will be something the likes of which the world has never seen. This journey shall soon be yours to undertake without me. Stay for a few moments and listen to an old man's words. Let my knowledge serve as a foundation for years that you might be greater than I ever was. For 3,000 years, we have passed the knowledge of our people down. Elder to youth, master to student. Every elder reaches the day when he must pass on and plant his stave with the staves of his ancestors.
Today is the day when my staff joins these woods. Our people have lived the whole of their lives on this great turtle, Shenzhen Su. But not in hundreds of years has anyone spoken to him. Now Shenzhen Su is ill, and we are all in danger. With the help of the elements, you will break the silence. You will speak to him. Asa and G have retrieved the spirits and brought them here. You are to go with them. Speak to the great Shenzhen Su and do what must be done to save our people. You've come far, my young student. I see within you a great hero. I leave the fate of this land to you. Und damit hat sich unser Meister verabschiedet. Man sieht, sein Staff wurde platziert und ein neuer Baum wird in der Zukunft entstehen, wie man es im Endeffekt hier schon sehen kann. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt hier zu dem Bereich über, wo der Ballon hier platziert worden ist. So, bevor wir das aber machen, wir haben die Möglichkeit, jemanden wiederbeleben zu können. Hooray. Und Zen Pilgrimage. Your spirit travels to your home temple, leaving your body behind. You Zen Pilgrimage again to return back to your... to near your departure point. Interessant. Ist aber ein Skill, den wir definitiv nicht jetzt nutzen werden, sondern erst später. We are ready to go whenever you are. Hello, friend. I know. Or if you want to wander the woods a while, Asa and I can hang out here. You know, just the two of us. Do not listen to him. We've got work to do. In dem Fall hätte ich kein Problem damit, die Wingwoman zu spielen und mich nochmal kurz zu verabschieden. I know, such is the way of things. Now it's not the time to grieve. The balloon is ready and Shenzhen Su awaits. You shall be the first Pandaren to speak to Shenzhen Su in hundreds of years. It is a great honor. Hop in. Hop. Where's Master Shang? Gee, they were in the Wood of Staves. You know where Master Shang is now. Let a Pandoran hope, would you? I'm going to miss the old man. Gee, be respectful when we speak to Shenzhen Su. When am I not respectful? You hurt me, Asa. I might, if you embarrass us. Shenzhen Su, we are the descendants of Lu Lang. We've sensed your pain, and we want to help. What ails you, Shenzhen Su? What can we do? I am in pain. But it warms my heart that Liu Lang's grandchildren have not forgotten me. There is a thorn in my side. I cannot remove it. The pain is unbearable. And I can no longer swim straight. Please, grandchildren, can you remove this thorn? I cannot do so on my own. Of course, Shenzhen Su, but your shell is large and I do not know where this thorn could be. It is in the forest. Where your feet do not walk. Continue along the mountains, and you will find it.
We will find it, and we will remove it. You have our word. Thank you, grandchildren. A thorn? I left my tweezers at home. How could such a thing cause pain to something so large? We will know soon enough. Und damit Are haben you wir seeing what I'm seeing? Is that a boat? Yeah. It is a boat. A whole airship. That's a bigger thorn than I was expecting. Those aren't Pandoran down there. They've got no fur. Someone has crashed into our island. Removing this thorn may be more complicated than we thought. We should let Elder Xiaopai know. And then plan our next move. Damit haben wir die Schildkröte kennengelernt. Und auch gleichzeitig, wer oder was hier die Probleme mit sich bringt. Und zwar das Endschiff der Allianz. Ja. Immer wenn die Allianz oder die Horde hier irgendwie auftaucht, sorry, musste kurz sein. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn die Allianz oder die Horde hier irgendwie auftaucht, führt das zu Problemen. Auf jeden Fall. Unser Master hat sich verabschiedet, aber natürlich gibt es weitere Elder, die wir befragen können nach Hilfe und Guidance. Nein, der Tempel sieht mittlerweile so cool aus. Es war vielleicht ein Ticken zu viel los mittlerweile, durch den Wind und dem Regen. Cool ist aber trotzdem. What wisdom do you seek? So, you have undergone... Ja doch, you have undergone a great honor, Monk. Have you come back wiser for it? It's up to you, all of you, to remove the thorn from the side of Shenzhen Tzu. Do not let your differences come between you. Trust in each other. Within the Pei Wu Forest is a lone hermit. Head directly to his hut. He knows immediately of a dark thing that now lurks in the trees. Family, friends, food. These are what matter most. Okay, wir gehen auf jeden Fall jetzt hier wieder Richtung Süden, denn es geht da tatsächlich noch weiter. Und zwar, so wie man es gehört hat, ist da tatsächlich ein Bereich, den die Pandaren einfach nicht betreten. Und da ist natürlich dann das weniger interessant oder weniger schön zu hören, müssen wir eher... Wow, wow. Hey, Jojo Ironbrew ist wieder hier, Bro. Bro ist es nicht, Bro. Hat auf jeden Fall auch den Totem hier mitgenommen. Aber ich finde es natürlich trotzdem interessant, dass die Pandaren nicht alles dieser Inseln nutzen. Ich meine, wir reden ja nicht davon, dass sie Apartment-Komplexe überhin bauen sollten. Aber halt, da sieht man dann natürlich dann ihre eigene Naivität, wie das denen wiederum schadet. The gate is jammed. Let me try. Did they prop this door up against the boulder? Oh. Ja, was könnte man jetzt hier wohl machen? Genau. Well done, Jojo. Mit einem Swipe, nicht mit einem Stoß, hat er das geschafft zu öffnen. So, und damit haben wir das letzte Gebiet. Oh, cool. Da müssen wir mitmachen. Haja! Das letzte Gebiet für das Startgebiet freigeschalten. Und dachtet ihr wirklich, ist es nur ein Allianzschiff? Nein.
Are these friends of yours? Never met them before in my life. Bandaren don't really come in any bad flavors, though. Korga Strongmane, once prisoner of the Alliance, now a free and woefully unarmed Tauren. Good to meet you, Pandaren. The Alliance? If the crashed ship is theirs, we need to contact them. Jojo, would you come with me? We need to dislodge that ship, Korga. If we help your crewmates, can you help us? Gladly, my new friend. Our engineer is still in the wilds, though. We will need to rescue him first. Well, we've got a master person finder here. We're on it. What? Why me? Auf jeden Fall haben wir hier schon dann sehr interessant gesehen. Ich meine, wir können hier wirklich uns glücklich schätzen, dass hier ein Tauren die Diskussion mit uns geöffnet haben, denn wäre es ein größerer, oder sagen wir mal, ein Ork von höherem Rang gewesen, wäre hier vermutlich die Hälfte schon am Brennen. Aber trotzdem interessant zu sehen, wie Aiser sofort gesehen hat, hey, wir müssen mit der Allianz kommunizieren, wohingegen er einfach sagt, ja, mich oder aber mit dem, der hier ist. Eva is rising from the seas and filling the forest. It's not just tigers anymore. Something far more sinister lurks in the shadows, waiting to take any Pandaren unwise enough to stray out alone. You're not safe here. The forest has become far more dangerous ever since Jensin Su began shaking. The tigers are agitated and have begun attacking the refugees, and on occasion, me as well. If these injured and weak survivors are to make it to safety here at the hut, we need to help clear the forest for them. Strength and honor. My men are malnourished, injured, and exhausted, but they are hard. Everyone will fight to their dying breath. As our new allies, we will stand by you when the time comes, but we should stand stronger with the weapons. I have my men out gathering bamboo stalks to fashion into spears. If you can spare the effort, we could use the extra pair of capable hands. Well met, Pandaren. Ja, und damit haben wir jetzt die Aufgabe, einerseits den Tigern auf die Nase zu prügeln und ebenfalls nebenbei Zeug zu sammeln. Hallo! Natürlich muss man ganz ehrlich zugeben, ist es sehr, sehr angenehm, dass wir Blackout Kick nochmal verbessern konnten, denn wir haben nun mal hier den Tiger Pom, der 2 Chi generiert. Und diese 2, oh, dann sind noch kleine. Und diese gleich wieder verbrauchen zu können, macht das natürlich ganz angenehmer. 2 für 2, anstatt halt 2 zu kriegen, aber nochmal einen einsetzen zu müssen, bis man halt dann 4 hat. Nur weil der Skill eigentlich dann 3 kostet. Und dementsprechend ist man da wirklich nochmal einiges schneller geworden. So, zählen das als 2? Ja, yeah, sehr schön. Wie die auch hier. Wir haben auch hier diese größeren Sachen, die abgebrochen sind. Die 10 ebenfalls. Und das Schöne ist, wir arbeiten uns hier bei den Tigern sogar relativ zügig durch. Wie es ist, klar, sie werden zwar farblich ein bisschen hervorgehoben, aber man kann sie zum Teil schon relativ leicht übersehen. Aber weil wir nun mal trotzdem in dem Wald sind. Da immer halt genug Zeug herumliegen kann, um das zu verstecken. Ich versuche natürlich nicht zu weit mich von dem Camp zu entfernen, damit man da relativ zügig wieder hinkommt, während man logischerweise beide Sachen hier abarbeitet. So, wir sind auf jeden Fall schon Level 14. Da sieht man also einerseits natürlich, wie sich das Spiel so ein bisschen verändert hat. Hoffe ich immer noch das Gefühl habe, dass das wirklich so ein Gebiet war, wo man wirklich auch länger als Level 10 hier sein sollte. Ich glaube 15 war so das Übliche, was ja auch vollkommen in Ordnung geht. Wenn wir es auch noch schaffen würden, den Rest an Sachen hier umzunieten. Ja, und hier ist natürlich dann jetzt mal so ein bisschen mehr Schaden passiert. Oh, tut mir immer so leid, die Kleinviecher umzunieten. Ich meine, wenn sie uns angreifen, was soll ich tun? Ansonsten, der hat es geschafft, eine Muskete zu droppen. Das Schöne ist, wir können uns hier heilen.
Heißt also, auch dieser Schaden ist schnell wieder in... Wow, warum habe ich jetzt hier schon zwei, dreimal das Problem gehabt, dass mir die Kamera mal wegspringt? I don't know. So, damit haben wir beides schon wieder geschafft. Sehr gut. Lass uns mal wirklich uns auch so bewegen, dass wir vielleicht den Gegnern so ein bisschen ausweichen. Und wir relativ zügig wieder dorthin kommen. So, das müsste dann eigentlich auch schon wieder genug sein, um ein weiteres Level abzubekommen. Genau, hier die Hunting Rifle. Die sogar relativ niedlich klein wirkt. Mal gleich zu den Pandaren. So, wir fangen an, erstmal ihm zu helfen. Die Survivors are in your debt. Hooray! So, und damit haben wir Level 15 erreicht und haben die Möglichkeit, unseren ersten Talent Point zu vergeben. Und zwar auf dem ersten Tier haben wir Eye of the Tiger. Tiger Palm also applies Eye of the Tiger, dealing 24 nature damage to the enemy and 24 healing to the monk. Chi Wave. A wave of Chi energy flows through friends and foes, dealing 12 nature damage over 29 healing. Bounces up to 7 times to targets within 25 yards. Mit 15 Sekunden Cooldown. Und Chi Burst. Hurts a torrent of Chi energy up to 40 yards forward, dealing nature damage to all enemies and healing to the monk and all allies in its path. Chi Burst generates 1 Chi per enemy target damaged up to, a maximum of 2. Hier hat man meines Erachtens drei durchaus coole Skills. Ich persönlich nehme immer ganz gerne Eye of the Tiger am Anfang. Und das klingt so ein bisschen doof, als hätte ich hier 3000 Monks mittlerweile erstellt. Aber von denen, die ich habe, habe ich ganz gerne Eye of the Tiger am Anfang. Einfach weil es eine passive Sache ist, die man ganz simpel mit Tiger Palm aktiviert. The Horde stands und man muss sich nicht extra um extra Skills kümmern. The Horde does not back down from a fight. These are excellent. We will have them crafted into weapons in no time. To dislodge the Alliance ship, we need to find our engineer. He parted ways with us when we were escaping the wreckage. You should be able to find him somewhere in the Western Forest. Tell him Korga sent you and he will get in line to help. Well met, Pandaren. Let's go find this engineer. Maybe getting this thorn removed won't be as hard as we thought. Alrighto. Dann folge ich dir auch wenn ich nicht so weit springen kann wie du, Angeber. Aber wir haben keinen Schaden genommen. Das ist immer ganz cool. Ich kann verstehen, dass falls Schaden existieren sollte in Spielen, um so ein bisschen im Grad realistisch zu halten, aber immer sozusagen, hey, es gibt halt gewisse, gewisse Rassen in dem Fall, die das einfacher und angenehmer machen. Und da zählen mal die Pandaren in dem Fall dazu. So, da ich das ja relativ zügig rennt, muss ich versuchen, das irgendwie wieder aufzuholen. So, und dann haben wir dann hier eine weitere Bedrohung. Mit Darkened Horror. Huh. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Saurus so benannt werden. Oder. Gut, dann haben wir hier hinten den Horde-Banner. Wichtig anzumerken ist, wir sind neutral. Das heißt also, wir bevorzugen hier keine Seite. What's up? Korga sent you, eh? Well, I wouldn't mind doing a number on that ship for my own reasons anyway, but it's going to take some work. Give me a moment to think. We can help you get your ship free, but we will need more of the explosions we were trying to take back from the Alliance to make it happen. I ordered the men to grab all the explosives they could before making our escape. If we sift through the wreckage and bodies to ourselves, there should be some explosive bundles around or among them. Those that didn't already blow up anyway. Get me enough of them, and I think I can put something together for you. Keep it real. The greatest virtue is the will to act. I do not know what this evil is that is forcing the infesting the forest. But I know exactly how to deal with it. So do you, I think. Yeah, kill 8 of them. Genau. Also auch hier wieder ein paar Leute von denen umhauen. Sonderweise hatte die sich zu uns schon umgedreht, um uns anzugreifen, bevor wir überhaupt Schaden gemacht haben. So, wie man sieht, die werden zum Teil auch tatsächlich aktiv besiegt. Das ist ja auch nicht immer einheitlich, wie das Ganze hier abläuft. Aber es heißt auf jeden Fall, dass wir immer so ein bisschen die Augen offen halten sollten. Wenn man hier wirklich einen kleinen Kill-Stil hinlegen kann, dann sollte man das auch tun. So, wir brauchen 6 Bundles. Bundles? Bundles. Und mit ein bisschen Glück zählt das hier gleich als 4. Das wäre zumindest sehr angenehm. 1. Unterbrochen werden. 2 kommt gleich. Wunderbar. Nummer 2.
Und, ja genau, die 10 einzeln, nice. 3, 4, 5 und 6. Zum Glück sind die da genau in der Ecke respawned. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen von denen hier, den wir ganz kurz mit dem Taunt zu uns rufen können. Der ist jetzt nicht so weit, hätte laufen müssen, aber hey. Und damit haben wir das auch schon wieder geschafft. Sehr gut. Hex, der steht da in seiner Suppe. The time to act is always now. You make me proud. You make all of us proud. Sogar ein bisschen besser. Time is money, friend. You're in one piece. That's a good sign. Did you get your hands on what I asked for? More than enough. I've got the main control panel constructed. We should be ready very soon. Be good. Welcome. So I'm sure Isa won't love this plan, but it's the only plan we've got. Would you mind being the bearer of bad news for me? She needs to know what we're doing so she can get everyone to safety. Ja, und damit verlassen wir hier jetzt auch wieder das Camp der Horde, um uns zum Camp der Allianz zu begeben. Okay, der ist gefühlt auf uns zugelaufen, obwohl der andere uns gefühlt angeguckt hat. Okay. Fangen wir an, uns Richtung Allianz-Camp zu rollen. Zum Glück haben wir wie immer hier die Minimap, die uns dahin leitet. Ja, das ist natürlich das Problem. Die laufen hier alle los. Und greifen in dem Fall wirklich auch das Erstbeste an, was sie finden. Da muss man sogar ein bisschen aufpassen. Nicht, dass sie uns ernsthaft unendlich viel Schaden anrichten. Aber es ist natürlich trotzdem... How? Interessant. Hier ist Get the Fuck Out als Add-on am Start, das hervorhebt, wenn man in irgendwelchem Zeug drin steht. Das Add-on habe ich jetzt schon seit einiger Zeit aktiv, aber stand nie in irgendwas drin, dass das Ding hätte sich aktivieren müssen. Ist ein unangenehmes Geräusch, aber das sollte natürlich die Idee dahinter sein. So, ansonsten, wir haben unseren ersten Gegenstand bekommen, der eine gewisse Rarität hat. Nicht, dass die Dinger wirklich ernsthaft gut sind, aber halt... Ist natürlich so ein gewisses Upgrade gegenüber dem, was man bisher so gefunden hat, dass es überhaupt keine extra Boni-Stats gibt. Oder Stats als Boni. So, auf jeden Fall. Wir können von nun an so ein bisschen der Straße folgen. Und sehen dann auch von hier schon die Flagge der Allianz. I like a friendly face. Your friend is out fighting to save my crew. Fiercely, I might add. I am afraid your message may have to wait. Aber wir bekommen ein weiteres Level up mit Disable. Reduce the target's movement speed by 50%. Refreshed by melee attacks, aha. Targets already snared will be rooted. Haha, interessant. Auf jeden Fall haben wir hier ein Skill, der genau das gleiche Icon hat wie Harmstring beim Warrior. Und ist auch weiterhin ein Skill, den wir nicht nutzen werden. So, you are our first turn of good fortune in several days. We are glad to have help. Your friend has been doing everything she can to save my crew. I am deeply appreciative. We are still dealing with more than we can handle here. Quenching the fires on the wreckage. Getting my people out. Fighting off these evil sea creatures. And trying to prevent the prisoners from escaping. We are simply in over our heads. I still have men on the ship that we need to get clear before the wreckage collapses on them. I know this is asking a lot, but can you help? And medical supplies. We need supplies to tend to our wounded, but the supply crates containing them were scattered in the crash. If you can bring back any crates you find, it would be very grateful. You have our favor, Pandora. Mm-hmm. After the ship crashed, evil creatures swept up from the sea to pick through the wreckage. Our aid may seem but a drop in the pond at the thought of the misfortune they have faced today. Defeat their tormentors. These people desperately need Goodbye. Our help. Gut. Hier haben wir ein Quest, das relativ lustig ist. Und das auch eher ungewollt. Mal gucken, ob das immer noch der Fall ist. Und zwar, wir sehen, wir haben hier Leute, die wir aufheben müssen. Die heben wir jetzt hier auf, aber wenn man sich das Ganze so anguckt, sieht es aus, als hätten wir die als Waffe getragen. Auf dem Rücken, die dann wiederum vorne aber wiederum sind. Es sieht unendlich lustig aus. Die Idee ist wirklich einfach abliefern. Thank you for the timely rescue. So, hier müssen wir natürlich mehr von den Kollegen umnieten, was ich persönlich interessant finde. Jedenfalls wichtig anzumerken ist, man kann wirklich nur einen auf einmal dahin bringen. Was haben wir denn eigentlich hier? Ach so, Carrying Injured Soldier. Der Witz, Sailor.
Und der Witz ist vermutlich, dass diese 3 Minuten mehr oder weniger halt darstellen. Wenn du es nicht bis dahin schaffst, dann stirbt er. Aber weil er jetzt so verletzt ist. So, helfen wir einfach mal hier ganz kurz den Leuten aus. Ist interessant wirklich zu sehen, wie die einfach aussehen. Denn die gehören zur Allianz. Tragen aber nicht wirklich Allianzfarben. So lustig ist, dass wir trotzdem hier unsere Combat Roll einsetzen können. You are welcome among us, Pandaren. So, wer will mich angreifen? What? Your first turn, genau. Good fortune. I have no idea who you people are, but fate surely smiled on us this day. Many more would be dead if not for the help of you and your friends. I'm you not have deft. Our favor, Pandaren. Genau. Wir gehen jetzt aber nochmal weiter, denn wir müssen weiter von denen umhauen und diese Crates jetzt einsammeln. Die sind wirklich halt hier in der Mitte nur vorfindbar. Dementsprechend, ich will auch gar nicht so viele von denen jetzt hier draußen umnieten, weil ich weiß, da drin sind noch so einige von denen. Das Schöne ist natürlich, nachdem wir unser Quest beendet haben, hier die Verletzten einzusammeln, die 3, haben wir jetzt hier keine weitere Aufgabe und können die anderen alle einfach alle ignorieren, so fies es ist. So, klar, auch hier wieder weiterhin, ich möchte in erster Linie weitere Boxen erstmal sammeln, alles andere folgt danach. Was hier doch nicht so einfach passiert. Denn, und das erinnert mich auch so ein bisschen an der Vergangenheit daran, diese Mad-Boxen sind nicht allzu freundlich, wenn es zu Respawn-Rates kommt. Und es ist interessant zu sehen, dass zum Beispiel das falsche rum ist. Das zumindest sieht falsch rum aus, aber wenn man das sich so anguckt, die klettern da hoch, um da die Kanonen zu füllen. Das wäre also wieder richtig rum. Who knows? So, 5 von 8. Hier unten ist nochmal eine. Dann brauchen wir noch 2 weiter. Mal gucken, wo man die vielleicht anfinden kann. Oh, genau hier gerade gespawnt wieder eine. Ideal. Wenn man dann hier vielleicht nochmal eine kriegen könnte. Da unten. Oder da, sehr schön. Weil dann brauchen wir nämlich nicht noch mehr von den Viechern auf die Nase hauen. Sehr gut. So, das Lustige ist, wir haben also hier so überhaupt nicht eine getroffen. Ich glaube, man kann sie hier antreffen, Fragezeichen. Ich weiß, dass wir sie später sehen werden, aber ich weiß nicht, ob man sie je schon sehen kann. So, erstmal hier ihm. Speak up. You're a fear to behold upon the battlefield. White Tiger watch over you. I like a friendly face. Did you find the boxes I spoke of? These will do perfectly. I will get my medics to work immediately. You are welcome among us, Pandaren. Slow down. Life is to be savored. Dayu, I was looking for you. One of the escaping sailors just spotted Isa in the wreckage of the ship, facing some enormous beast. She might need your help. You should go to her. Goodbye. Quickly. Yep. Damit kommen wir hier zu Vordraka, the Deep Sea Nightmare. Der ist dann halt schon ein Ticken größer. Und wie man sieht, sie ist hier munter am Kämpfen. Und wir versuchen dann da einfach mal so ein bisschen auszuhelfen. Deep Sea Smash! Thank Shenzhen Su that you are here. I could use your help. Ei, au. Okay, nicht mich angegriffen. Wow, fast get mich angegriffen. Clear when it raises its weapon. It's even stronger than it looks. Ja, das Fiese ist, dass er das Zeug einsetzt und einen wegschleudert, obwohl er in die falsche Richtung schlägt. Genau, jetzt hier nämlich sieht man das und dann auf einmal. Okay, in dem Fall hat er es nicht gemacht. It is calling allies. I'll keep him busy while you handle them. Okay, alright. On it. So gut es geht. Oh, war das schon bereits 2? Habe ich 2 umgenäht? Okay. Das hätte ich euch jetzt auch nicht sagen können. Oh. Irgendwie wurde er interrupted. Das war nicht ich. Und das war auch niemand anders. Da habe ich vergessen, andere Klassen könnten ja auch theoretisch sein. Oder andere Spieler mit anderen Klassen, die andere Skills haben, die das wiederum ermöglichen. Okay, hi. Jop, 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 jop. Sie soll sich mal bitte ganz kurz um die kümmern, während ich mich um die hier... Wow, hi. Das war interessant. Er hat mich mit den Spikes rübergeworfen in die andere Attacke. Das war ja wirklich eine Combo-Wombo hier. Interessant. Wir are wearing him down. Keep it up. Ich meine, wir könnten jetzt hier Hilfe von dem anderen Kollegen, von G, noch gebrauchen, aber im Endeffekt haben wir das auch so hinbekommen. I don't know what I would have done without you. It's good that you came.
Sure. Patience is the highest virtue. She is clearly exhausted from the fight. Your skills in battle are unquestionable. She catches her breath for a moment. Did you save the escaped prisoners? Where is G? Is he okay? Wait, what? How could he be so reckless? Blowing the ship free is insane. They could kill Shenzhen Su and all of us with it. And now we don't have much time, but we need to think of another way. G may kill Shenzhen Su if we let him go through with this. Come with me, quickly. Ja, dann bauen wir mal schnell gemeinsam hoch. Gee, stop! This is reckless and stupid! Asa, this is our only option. We blow the ship free, then we heal his wound. We have no other solution. If you stop this, then maybe we can come up with one. So we just wait until we think of something? Shenzhen Su is dying. Doing nothing risks everything. Doing this risks everything. I'd rather die knowing that at least we tried. Gee, if this is what you must do, I will not stop you. But we could lose everything. I hope you are right. His wounds can be healed. I hope you can forgive yourself for what you have done to him. Oh boy. I'm with you. The first step is done, but now we must save him. This is more horrific, horrific than I imagined, but we can handle this. We need to gather the healers and close the wound. We need to save Shenzhen Su. Find any healers you can. Rescue them. Relieve them. Whatever you need to do to get over here, healing the wound. Keep the healers safe at all costs. So, damit haben wir jetzt hier ein timed Event. Die Healers werden sich jetzt hier so nach und nach hinbegeben. Und die Aufgabe ist wirklich simpel. Alles, was hier meint, die Heiles anzugreifen, hauen wir auf die Nase. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie der Anfang genau aufgebaut ist, ob man wirklich hier hingehen muss, um die zu besiegen. Weil das Fiese ist, das ist ein Event, das aktiv ist. Das heißt also, egal ob man dabei ist oder nicht, wenn also andere Leute das hier schon geschadet haben. We handle the beast, we handle the wound. Genau, und jetzt sieht man da oben, jedoch angezeigt, wir haben bisher null Leute, die da aktiv heilen. Das heißt, wir werden jetzt ganz kurz hingehen müssen, anfangen müssen, die Leute hier zu retten. Um ihnen dann zu sagen, hey, geh da rüber. Da wäre es natürlich ganz schick, wenn irgendwie andere Leute auch noch hier wären, um das machen zu können. Weil bisher funktioniert das noch. On it. Deswegen, man sieht, man hat jetzt hier mehrere und die nehmen sogar relativ zügig Schaden. Wir sehen, die sind gerade eben erst hier aufgetaucht und gefühlt ist der eine so gut wie tot. Oh boy. Find the healers and get them free of the fight. We need them here at the wound. Ja, das ist leider hier nicht so einfach, wenn man der Einzige ist, der aus irgendeinem Grund das gerade macht. Ich meine, ich weiß, dass die Pandaren nicht die meistgespielte Rasse ist, aber halt natürlich trotzdem so ein gewisser Unterschied. Gerade vor allem, wenn dann immer wieder noch hier auftauchen. Und die heilen sich auch selber nur ganz, ganz wenig scheinbar. Könnte jemand irgendwie die anderen Leute irgendwie befreien? Deswegen, weil das Fies ist, werden immer wieder konstant neue gespawnt, die sich halt um die Healer hier kümmern sollen. Dementsprechend hier zu sehen, dass jetzt hier drei auftauchen und ich kaum einen von denen umnieten kann.
Da ist, wie gesagt, einfach dieses Management von Energie oder Chi in dem Fall. Die Energie ist doch sehr, sehr herausfordernd. Deswegen, ich werde jetzt vermutlich hier fast mit diesen Zweien leben müssen. Einfach weil niemand anderes hier ist, der mir hier so ein bisschen aushilft, neue zu beschwören. Ah, der hat die da weggezogen aus. Deswegen, das Fiese ist, ich weiß jetzt nicht, wo ich mehr von denen an... Achso, man kann die sogar einsehen. Oh, einen ist hier erschlagen. Komm raus. Oh, Iron Bruder zu haben, der da halt versucht, die zu retten oder zu schützen, ist sehr, sehr hilfreich. So, hat das jetzt was gebracht, die Trollöse da zu befreien? I'm not sure. Okay, der Kollege rennt einfach weg, das ist für mich angenehm. So, da unten ist angeblich mal wieder irgendjemand. Hands off. Deswegen, man sieht auch aktuell, dass da nicht so allzu viele auf der Minimap angezeigt werden. Okay, da hat sich jetzt einer. Okay, okay. Keep these healers safe. Our lives depend on it. Ja, 3 ist schon mal eine ganz ordentliche Menge. Ah, hands off him. Oh, der ist schon wieder halb tot. Der ist halb tot. Und ich habe eigentlich versucht, so schnell es geht, zu reagieren. Jetzt muss ich leider hier wieder warten. Genau, sehr gut. Okay, da oben im Norden sind dann, gebe ich, einige gespawnt. Iron Bro, komm mal her und nimm die hier irgendwie mehr ab oder ähnliches. Das Fiese ist, die spawnen hier halt auch immer so nach und nach. Das heißt, ich habe nicht mal die Möglichkeit, einfach eine Welle auszuschalten und dann kurz irgendwo anders hinzugehen. Also wir werden vielleicht mit den dreien tatsächlich einfach arbeiten müssen. Mann, die machen ihre Arbeit ganz gut. So, sie ist auf der anderen Seite. Man kommt dann nicht auf die andere Seite hin. Also ich zumindest in den Malen, die ich jetzt hier hatte. Oh, jetzt ist er draufgegangen. Shit. Da waren es nur noch 2. Okay, jetzt muss ich mich, denke ich, ganz kurz einfach mal beeilen. Gucken, ob ich die ich hier befreie, mir irgendwie helfen könnten. Okay, ja, da war es nur noch einer. Echt schwer. Holy shit. Vor allem das Fiese ist, wenn es, glaube ich, Horde sind, die haben kein Interesse hier daran, sich dem Kampf anzuschließen. Was wiederum interessant zu beobachten ist. Also hatte ich es auch ehrlich gesagt immer in Erinnerung, dass nur die Allianz versucht, hier die ganze Sache zu retten. Unten ist irgendwo wieder einer. Wenn wir die Heiler verlieren, Shen Xin Su stirbt und alle von uns mit ihm. Keep them safe. Ja, das sagst du so einfach. Aber du siehst, in vielen Fällen haben die immer eine Chance, mindestens einen Angriff reinzukriegen. Also solange man die nicht wirklich schafft, von Anfang an irgendwie abzublocken. Okay, ein zweiter wieder. Gut, 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 gut. Wenn im Endeffekt man sieht, da ist kein Timer dahinter oder ähnliches, also man muss nicht die Angst haben, dass es nicht funktioniert und dann auf einmal fehlschlägt und dann der Charakter gelöscht wird automatisch oder ähnliches. Aber natürlich will man schaffen, die so gut es geht zu bewachen und das dann auch in einer relativ zügig abzuschließen. Wie immer aufpassen. Hier geht es manchmal einfach nur darum, einfach einen Schlag erstmal reinzukriegen. Damit die sich auf einen fokussieren. Das Problem ist nur, dass man trotzdem unendlich gefühlt an Energie verbraucht. Nur um einen einfachen Angriff reinzudrücken. Mhm. Wir haben es gleich geschafft. Hooray! So, jetzt gehen wir hier wieder zu G-Fireport zurück.
The greatest virtue. You're a sight to see when under pressure. We shouldn't have stood a chance without you. I think it's working. The flow of blood is slowing. I knew it would work. It's working. The wound is closing. We risked everything, but we did it. Shenzhen Su will be okay. It's good to see you. Daiyu, I did what had to be done, and the plan worked. Things could have been much worse had we not acted. I only wish Aiza could understand that. There will be plenty of time for a reflection, but for now, we need to return to the Temple of Five Dawns. We need to let them know that Shenzhen Su has been saved, and we need to sort out the fates of our new allies. Das aber noch nicht alles. I bear your presence only as a kindness to our new allies. Do not push me, human. Stand down, Torin, before I put you back in chains. Und wie man sieht, der Konflikt ist natürlich hier noch nicht beseitigt. Aber das soll nicht unser Problem sein. Zumindest noch nicht. Und hey, it's him again. Und natürlich auch hier zum dritten und letzten Mal werden wir auf sein Delivery Card zurückgreifen, um zurück zum Tempel zu gelangen. Obwohl, wir hatten zweimal Tempelfahrt, genau. Der erste Mal war zu der Farm. Ja, und damit kommen wir gleich zu dem letzten großen Dialog. Und da wird man dann ganz sehen. Aber ich denke, es ist keine Überraschung, was da gleich passieren wird. Aber ich werde es natürlich trotzdem erstmal noch nicht spoilern. Man hat aber trotzdem gesehen gehabt, zwischen diesen beiden Studenten oder Lehrlingen, ist glaube ich das bessere Wort diesbezüglich, was für ein Unterschied da existierte. Die eine hat wirklich, oder sie hat immer versucht, über Zeit, über Wissen der Vergangenheit eine Lösung zu finden, wohingegen er eher spontan und direkter agiert hat. Was natürlich immer seine Risiken vielleicht mit sich bringt. Aber in der Hinsicht hatte er natürlich durchaus recht gehabt. Vielleicht nichts tun wäre schlimmer als etwas zu tun. Wer jedoch im Endeffekt recht hat, ist eine andere Frage. Im Endeffekt hat es funktioniert und das ist das Wichtigste. Oder ob es die richtige Entscheidung war insgesamt. Oder ob es nicht sogar eine bessere gegeben hätte. So, wir sind zurück. Er hat eine Drehung eingelegt. Wir laufen zum letzten Mal die Treppen des Tempels hinauf. Und treffen erneut auf the Spirit of Master Shang Tsi. Our greatest trials yet lay before us. It is good to see you again. You have done all that I have asked of you and more. You have saved Zhen Xinsu. You make an old master proud. These new allies have shed a light on a great and important truth. It is not just Zhen Xinsu that is ailing, but all of the land beyond the clouds. The world needs healing, and I think that you should be the one to heal it. I would like you, Ji, and Aiza to leave and bring your strength and wisdom to the world. The Alliance and the Horde have different ideals, but at the core of both lies noble intent. I believe the choice of who you wish to accompany to you. Speak to the spirit of Master Shang Tsi and choose whether to leave with the Alliance or the Horde. You've all accomplished a great thing in saving Shenzhen Su. You do us all proud. It seems your journeys are not done.
These new allies of ours come from a broken world that could use our help. Master Shang-Zi, I would like to accompany the Alliance back to their home. What of you, Chi? Will you join the Horde in their journey back? Yes. Perhaps that is for the best. I like what I've seen of them, and it sounds as though their world could use my help. And you, my young student, where will you go? Forget injuries. Never forget kindnesses. There's a broken world that could use your help, my student. Have you decided who you would like to accompany in your journey? Choose your destiny. The Alliance, the noble races of the Alliance, are bound together by proud traditions of nobility, honor, faith, justice, and sacrifice. The many different Alliance peoples all contribute their technical, arcane, and spiritual wisdom towards the goal of a peaceful and just world. Take up their banner to represent the high ideals of the Alliance throughout Atheros and beyond. For the Alliance. The Horde. The proud nations of the Horde are loosely joined in an alliance of convenience against a hostile world that would see them destroyed. Focused, ferocious, and sometimes monstrous, the Horde values strength and honor, but struggles to keep aggression in check. Join the Horde and fight to build a world where their people can live free. For the Horde. Und damit stehen wir vor den Toren von Orgrimmar. I'm with you. And so it is done. Here we are. In our new home. Welcome. Here we are. Orgrimmar, heart of the Horde. We can help beyond the edges of the Wandering Isle. There are innumerable problems out there, just waiting for us to solve them. This is what Master Shang-Zi would have wanted. There's no better place to start doing that than here. With the aid of the Horde, let's find out who their leader is. We need allies. Speak with Garrosh Hellscream. Never thought I would see any of your kind walk through here. Come on through. The Warchief is expecting you. Look, it's G-Firepaw and Dayu. Pandaren, approach. Ja, das ist das Lustige erst. Emperor Hellscream, I am G Fire. That's War Chief Hellscream. Now rise. We should talk, Pandaren. Hellscream's eyes are upon you. Pandaren, you're here. Good. I recently received word that some of your kind might be coming our way. I've recently been trying to bolster the strength of the Horde. A few Pandaren might do us good. Walk with me. You've made a wise decision to join my Horde. There are some that would call us barbarians. The mongrel races of Azeroth.
are ignorant and blind to reality. Look around you, Pandaren. You will find no better partner in battle than an orc. The Tauren have made themselves useful. Look, this one is a shaman. Even a blood elf can hold a sword. Do you see it? Everyone in my horde earns their keep. You and your friends will be no exception. Do you understand this, Pandaren? Yes, Warchief. Good. Moving on. I know that you are not the only Pandaren to escape from that island. Some of your kind chose to join the Alliance. They are now your enemies. You may have had friends and kin who chose to cast their lot with the enemies of the Horde. They are no longer your friends. No longer your family. The minute they put on that Alliance tabard, they died. I will not tolerate any lingering ties across enemy lines. Traitors to the Horde will die a traitor's death. Do I make myself clear? I believe so. Yes. Good. Sehr gut, Warchief. Live by these words, Loktar Ogar. I know victory that or death. I know that few would be willing to leave their homeland to join the Horde. You and the rest of your people are welcome among our ranks. Hellscream's eyes are upon you, Pandaren. Welcome to the Horde. Ha. Huh. That's it? Ha, huh, das ist interessant, denn sie haben die Endquest-Reihe angepasst. Und zwar, wichtig anzumerken ist, als Hellscream an die Macht gekommen ist, dank Thrall, dem Vollidioten, waren nicht wirklich viele Leute von angetan. Und das hat sehr schnell dazu geführt, dass sich die Rassen der Horde geteilt hatten. Und Hellscream einfach gesagt hat, okay, alle die mit mir sind, fein. Alle die nicht mit mir sind, ab in eure Ecke. Und dementsprechend, man hat dann wirklich ja angefangen, ich bin mal ganz zu frei, wird mir ganz kurz. Sonderweise, ich kann weiterhin das hier nicht nutzen, obwohl ich jetzt mittlerweile Teil der Horde bin. Auf jeden Fall war es der Fall, dass man hier entlang gelaufen ist mit unserem Kollegen G. Firepaw. Und er hat dann halt gesehen gehabt, wie überall die Ork-Wachen und die neuen Ork-Special Forces andere Rassen in die Ecke gedrängt haben und halt wirklich wie Sklaven behandelt hatten. Und als man dann selber dann halt hier mit G-Firepoint langgelaufen ist, um zu seinem nächsten Punkt zu gelangen, hat G-Firepoint relativ schnell realisiert, dass sich der Horde anzuschließen ein Fehler war. Und das zu sehen, dass es hier nicht mehr existiert, finde ich durchaus interessant. Auf jeden Fall wichtig anzumerken ist, und ich werde jetzt diesen Weg hier nicht bis zum Ende gehen, einfach nur das ganz kurz hier zu zeigen. Und zwar, man geht im Endeffekt hier durch, weiter geht dann da hinten entlang, hier hinten, obwohl das kann ich euch zeigen. Warum eigentlich nicht? Ist ein bisschen schade, dass ich jetzt hier keinen Mount habe. Aber ich denke mal, mit einem Logout und Login würde das Ganze dann wieder funktionieren. Aber man geht auf jeden Fall hier entlang. Trifft dann da hinten auf den Ballon. Und dann im Endeffekt unsere kleine Ecke, wo die Pandaren sich niederlassen durften. Und da sieht man dann auch, hier ist G. Firepaw als Monk-Trainer am Start. Hat man auch den Druid Quinn Quartermaster. Ist also so eine kleine Ecke für die Pandaren. Und damals war es natürlich bei Weitem unangenehmer, einfach weil die Orks halt hier alles unterdrückt haben. Weil einfach die Orks die wahre Rasse ist. Auf jeden Fall. Man ist dann in der Storyline Wirklichkeit hier in dieses Kolosseum gelaufen und musste dann wirklich sich beweisen, ob man für die Horde denn gut genug sei. Was also bedeutet hatte, dass die beiden Charaktere, also G. Firepaw und der eigene Charakter, in die Arena geworfen worden sind und dann wirklich um ihr Leben erstmal kämpfen durften.
Und das dann hier jetzt wirklich nicht mehr so mitzuerleben, finde ich sehr, sehr interessant. Klar, man kann immer noch sagen, und das sieht man, hat man ja auch im Endeffekt gesehen, als wir hier unten waren, dass da mehrere Warchiefs weiterhin am Start sind, um die ganzen Questlines, die aus der Vergangenheit einfach noch existieren, so befriedigen zu können. Aber dass man in Wirklichkeit diesen letzten Punkt da komplett rausnimmt, jeder, der das halt jetzt so spielt und dadurch nicht miterlebt, oder damals nicht miterlebt habt, der weiß das gar nicht. Der denkt einfach, okay, die wurden hier einfach angenommen und passen einfach in die Horde rein. Und ich bin jemand, der weiterhin der Meinung ist, dass, klar, Madesen, Eisern geht Sachen anders an als G, aber der Unterschied ist meines Erachtens immer noch nicht so groß genug, dass man sagen könnte, dass sie sich tatsächlich der Horde hätte anschließen sollen. Und dementsprechend, ich bleib dabei, wenn man das Ganze irgendwie nochmal neu aufbauen würde, würde ich zu 100% sagen, dass die Allianz sich dass sich die Pandaren der Allianz anschließen sollten und niemals der Horde. Aber weil sie so überhaupt nicht in diese Sache reinpassen. Und so cool es ist, dass man wirklich sagt, okay, man hat Pandaren, die halt Allianz sind und Pandaren, die Horde sind. Aber es ist trotzdem immer noch so schade zu sehen. Und ich denke, insgesamt sind die Pandaren eine sehr, sehr coole Rasse. Aber es ist einfach schade zu sehen, dass sie so gut wie A keiner spielt. Und selbst dann in dieser reduzierten Anzahl muss man darunter auch nochmal leiden, dass halt die Zahlen auch nochmal in Allianz und Horde aufgeteilt werden. Na gut, damit kommen wir zum Ende von dem Pandaren-Startgebiet. Ich persönlich finde das sehr, sehr gut, einfach weil die komplette Ästhetik von Mists of Pandaria einerseits gefällt, aber auch andererseits einfach, weil das Startgebiet selber sehr, sehr cool ist und man so einige Sachen nun mal beigebracht bekommt, die so ein bisschen halt in eine andere Richtung gehen als das, was man einfach so ein bisschen kennengelernt hat, gerade halt, wo die Horde einfach ist. Oh, Gegner, Totown. Allianz geht vielleicht so ein bisschen anders ran, aber auch da, wenn man so ein bisschen, sagen wir mal, wirklich das Startgebiet der Menschen sich anguckt, da lernt man ja auch so ein paar Sachen, die vielleicht nicht immer so hundertprozentig ideal sind. Ich meine jetzt hier gerade zum Beispiel Westfall, wo man die ganzen Arbeitslosen sieht und Obdachlosen, die sich da sammeln und dann zur Kriminalität übergehen, aber weil Stormwind sie halt vergessen hat und da dann halt diese ganze Defias Sache da auch am Start ist. Also da sind immer so ein paar Sachen, die interessant zu sehen sind und gerade die Pandaren auch gleich wiederum, die dann doch mal Sachen anders angehen, fand ich sehr, sehr cool. Gut, damit kommen wir hier zum Ende. Ich hoffe, dass euch dieser kurze Einblick in den Pandaren und deren Startgebiet gefallen hat und dann gehen wir beim nächsten Mal wieder über zurück zu unserem Nightborn Mage. Bis dann.